Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spin Tires. Und ich heiße Sie auch herzlich willkommen zu der Map Vulkan mit einem zusätzlichen Manko. Ja, wir haben erstmal drei Fahrzeuge zur Auswahl und natürlich das vierte noch. Ich habe nämlich was Kleines dazu gepackt, eine kleine Mod. Und zwar haben wir zweimal den Mats 537, ist das glaube ich, oder auch nicht. Mal gucken. Aber mit denen werden wir nicht fahren, wir werden nämlich mit dem Trecker fahren. Und das heißt, wir müssen Fahrzeug wechseln. Ah, das ist der 730. 537 und den wir haben ist ein anderes Fahrzeug hier. Wahrscheinlich. Okay, das ist Typ A. So, das ist der Trecker. Und Motor starten. So, der hört sich schon mal richtig geil an. Der andere dudelt ja auch noch. Ah, der geht bestimmt gleich aus. So, mit dem Teil kann man... Okay, man sieht überhaupt gar nichts, ne? Wir haben noch einen Hänger, den kann man bei den anderen Fahrzeugen nicht benutzen. Dieses Teil hat sowas von Mods Power, ne? Das ist sowas von krass. Wir haben wieder hier natürlich die Auswahl von L-Rad und Differentialsperre. Das ist übrigens, ja genau, ein Deutz. Ein Riesenteil und wie man sieht, das hier sind die Exas mit diesem Cowball. Dann Deutz Traktor können wir noch dran setzen. Damit können wir wahrscheinlich hier Tankwagen, Werkstattanhänger und den Mehrzweckhänger dran setzen. Und dann können wir noch ein Gewicht dran setzen. So ein riesengroßes oder so ein kleines. Was sehr praktisch ist, wenn wir was Schweres dran haben. Aber ich glaube, wir machen erstmal den da dran. Ich weiß noch gar nicht so genau, was das macht. Aber damit können wir den langen bringen, das Fahrzeug in Position. Ah, tolle Brust. So, jetzt aber. Komm. Give me the long trailer. Bring dein Fahrzeug in Position. Ah, der will mich hier wieder veräppeln, ne? Vielleicht so. Jetzt aber, komm. Jetzt mache ich keine Faxen. Stehen wir zu weit drauf? Ja, wir stehen... Ja, komm. So, jetzt den Long Trailer. Anbauen. Das geht gar nicht. Ey, wir haben hier gar keinen Platz. Na toll, Wurst. Ja, warte mal. Dann lassen wir den mal stehen und parken mal eben. Okay, ein bisschen hin und... Wir stellen den so lange ab. Verbraucht er nicht unnötig Sprit. Dann parken wir den hier mal ein bisschen woanders, damit wir mehr Platz haben. Oh, das ist so geil hier, auch mit dem Teil, das ist auch geil. Und da steht ja noch der andere Mats, dieses Riesenteil, wovon ich ja schon mal gesprochen hatte. So, den stellen wir uns am besten hier hin. Die Vulkan-Map ist ziemlich schwierig, das war ja, wie schon in der letzten Folge erwähnt, die allererste, die ich überhaupt ausprobieren durfte. Wow, da hinten ist unser Ziel. Das kann richtig spaßig werden. Und da hinten ist das Holz. Wir haben übrigens nur ein Ziel. Okay. Mal gucken, was wir noch hier so alles finden werden. So. Okay, hier ist unser Trecker. Trecker fahren. Ich freue mich schon drauf. Da hinten ist der andere Mats. Mit dem will ich auch noch fahren. Ich werde auch noch ein paar andere Sachen ausprobieren. Also der Deutsch, das war einfach nur mal so... Einfach nur mal testen, ob das über, wie das überhaupt hier so ist mit den Mods und so. Hat direkt funktioniert. Ich habe noch was anderes Schönes direkt heruntergeladen. Und ich freue mich schon auf die anderen Sachen, die wir noch so schön ausprobieren können. Das haben wir andere. So, jetzt aber den Longtop. Bring dein. Du willst mich doch hier veräppeln, oder? Ich glaube. Der, wie man schon sieht, ich drücke Vollgas. Der geht so ab, ne? Das ist so ein Mordzeit. Ach ja, genau. Und wir haben übrigens eine Figur hier drin sitzen. Sehr lustig. Das ist übrigens der Kevin. Kevin wird uns begleiten, uns ein bisschen helfen, was das Fahrzeugsteuern angeht. Ja, schön, dass Kevin dabei ist. Schön, dass du hier bist, Kevin. Das geht irgendwie überhaupt nicht, ne? Das ist wahrscheinlich so ein Riesenhänger. Weißt du was? Ich habe jetzt keine Lust mehr darauf. Dann werden wir neun Stände anbauen. Tankwagen will ich nicht. Werkstatt. Ah ja, das ist so ein Riesenhänger, ne? Das geht nicht alles.
Ah, weißt du was? Wir nutzen direkt mal. Das ist. Ich glaub's nicht, ne? Wir hängen hier schon 5 Minuten und ich konnte nicht einmal dieses Ding hier ausprobieren. Schade. Okay, warte. So, wir wechseln das Fahrzeug nochmal. Und Typ E, ja genau. Dann können wir den mal eben anschmeißen. Oh, schön. Aber der hört sich nicht viel mehr anders an als der andere Mats. Ja, den packen wir direkt auch mal darüber. Der bewegt sich aber noch schwerfälliger als der 537. Was ich ehrlich gesagt etwas unvorstellbar finde. Jetzt komm, jetzt kack mir hier nicht ab. Nicht abkacken. Tja, ich glaube, ich probiere mal ein bisschen noch rum. Wir sehen uns gleich wieder, okay? So, und hier sind wir wieder. Boah, das war vielleicht deine Fummelsarbeit, aber jetzt haben wir endlich diesen geilen Hänger hinten drauf. Den Long Trailer ist das ja. Ich weiß nicht, warum das nicht gehen wollte. Hier, das war dem irgendwie zu uneben. Hat nicht funktioniert. Ich habe noch eben den anderen darüber geparkt, aber das hat nichts gebracht irgendwie. Es lag nicht daran, dass die Fahrzeuge im Weg standen, sondern irgendwie wegen einer anderen Sache. Ich habe keine Ahnung, woran es jetzt genau gelegen hat. Aber wir werden gucken, dass wir jetzt Holz holen gehen. Holz, 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 Holz. Und jetzt können wir endlich losfahren mit diesem geilen Teil. Ich freue mich riesig drauf. Und übrigens, ich habe kein Allrad und keine Differentialsperre an. Dieses Teil hat sowas von Mords Power. Oh nein, hier durch Wasser fahren. Oh yeah, man. Ah, guck mal, wo... Oh, das ist ja richtig kacke. Was mache ich denn hier? Wir fahren wieder zurück. Nur der reine Hinterantrieb hat das Teil. Das Teil hat so viel Power, ey. Aber ich mach mal eben den Allrad an, damit wir ein bisschen wendiger sind. Boah, Alter. Ja, und Kevin ist immer noch dabei. Kevin. So, Kevin wird uns ordentlich unterstützen. Los, komm. So. Aber ich werde den Allrad wahrscheinlich doch eher anlassen. Das verbraucht dann ein bisschen mehr Sprit. 560 Liter, da sollten wir schon ordentlich mit weit kommen können. Ah, los, komm, 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 Schätzchen. Ah, mal eben stehen bleiben. Wir sollten uns, denke ich, doch einen kleinen Weg hier machen zum Holz. Oh, Holz fahren. So, aber das kann doch ein Riesenspaß werden hier durch, weil das so richtig schön eng ist. Oh, hier muss er noch ein bisschen mehr arbeiten. Aber mit dem Teil saufen wir schon mal so schnell nicht ab, weil der Auspuff ja oben ist. Und ich habe einfach mal den Allrad ausgeschaltet. Ah, jetzt. Alter Schwede, das ist richtig eng hier. Ich glaube, das wird noch lustig, wenn wir Holz bekommen. Oh Mann, fahren wir jetzt links oder rechts her? Links ist ein bisschen eng, aber wir gucken einfach mal, dass wir einfach doch hier durchfahren. Aber für den ist das überhaupt noch gar kein Problem, ey. Der lacht sich sogar kaputt darüber, was er hier arbeiten muss. Oh, oh, oh. Wir hängen am Baum. Scheiße. Scheiße. Oh, Mann. Ja, das ist echt eng. Dieses Riesenmonster. Ey, der hat auch so riesengroße Reifen. Was Deutz hier gebaut hat. Unglaublich. Los, komm, komm, komm. Wir hängen ja an dem Kackbaum fest, ne? Ich grab mich hier voll rein. Oh Mann, man sieht gar nichts, ne? Das ist ja wieder richtig toll hier. Oh, oh, Scheiße. Alter, wir hängen in der Luft. Hängen in der Luft, wir hängen in der Luft. Doch, ich fahre lieber wieder. Ich fahre lieber wieder zurück. Guck mal, die Räder drehen direkt durch. Und ich gebe nur ganz leicht Gas. Ganz leicht. Sobald man auf die Tube drückt mit dem Ding, ey. Das ist ja. Los, komm, 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 Schätzchen, Schätzchen, los. Los, komm, komm. Hier stehen auch so viele nette Bäume im Weg. Wum, 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 wum. Komm, komm. Und der hoppelt immer so geil, weil das Teil ja überhaupt gar keine Federung hat. Ein bisschen zurücksetzen. Ich sehe gar nichts. Oh, darunter. Okay, darunter. Das wird lustig. Aber richtig lustig. Vorsichtig. Oh, das setzt wieder nach Bäumen an. Ich reiß wahrscheinlich einen Baum nach dem anderen weg.
Ja, ich hatte ja erzählt, ich hatte ja noch ein anderes tolles Spielzeug. Das ist noch größer als der hier. Und das hat auch 4 Achsen. Aber mehr werde ich dazu nicht sagen. Und er ist rot. Rot ist er. Ah, warte mal. Da hinten ist ein schwarzes Loch. Da ist ein schwarzes Loch. Da könnten wir rein theoretisch mal... doch was machen, oder? Ich glaube, wir parken mal den Hänger hier. Mal gucken, ob das geht. Anhänger lösen. Ich werde das mal tun. Ich glaube, das wird ein Riesenspaß, den wieder dran zu bekommen. Jawohl, ja, fall ruhig runter. Schon okay. Das ruhig machen. Ich war ja hier schon. Da, da ist das schwarze Loch. Los, komm, Schätzchen, Schätzchen. Ich fahre direkt alle Bäume hier um. Also wenn das hier in dem Spiel möglich wäre, könnten wir sogar alle Bäume hier abreißen. Oh Mann, ich hätte sogar den Anhänger drauf lassen können. Ich will jetzt aber nicht wieder zurückfahren. Wir fahren einmal so eine Kurve. Und zwar links abbiegen. Los, komm, Schätzchen. Boah, und der hat auch wieder so einen Wendekreis, ey. Und schwingt hin und her. Ich glaube, wir hätten mal besser so ein Gewicht mitgenommen. Oh, nein, nein, nein. Nicht umfallen. Oh. Scheiße, ey. Das ist ja richtig krass. Meine Fresse, ey. Das ist halt... Ja, 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 ja. Keine Angst. Das kam hier rüber, hier rüber, hier rüber. So, ich hoffe, ich verfranz mich hier jetzt nicht. Ah, da ist unser Anhänger. Unser Anhänger. Gefährlicher Wasserstand. Meine Fresse, ey. Aber der düst hier so locker flockig durch. Das ist... Aber ich hab's schon so oft gesagt. Jetzt ist er auch schon auch noch nass. Unser Schätzchen. Und Kevin, wie sitzt er da drin? Ist so bequem, ne? Ist ein bisschen holprig, aber... So. Oh, nein, nein. Oh, das ist gar nicht so einfach. So. Mal gucken. Wie war denn das jetzt nochmal? Ja. Windungspunkt. Kann Long Trailer nicht anbringen. Entfernung verringern. Ah, du Blödmann. Soll ich mich etwa noch da reingraben oder was? Du veräppelst. Du willst mich verarschen. Ne, wir kriegen den Hänger nicht mehr da dran. Ja, ich wusste es doch, dass das wieder lustig wird. Guck, der Hänger hat sich ja so toll da reingegraben. Weißt du was? Wir drücken den Hänger zurück. Komm, Schätzchen, zurück, zurück mit dir. Los. Aber der gräbt sich trotzdem da rein, weil das Gewicht sich immer nach vorne weghaut. Oh, okay. Nein, 58 Schadenspunkte. Ach, komm schon. Also mit der Maus ist gar nicht so einfach. Ach, komm schon. Jetzt mach doch hier keine Faxen, du. Dude, was soll denn das hier wieder für ein Käse? Ey, sobald ich hier mit dem Trecker fahre, ne? Das Spiel mag mich nicht. Oh, ich will mich hier nicht reingraben. Was machen wir denn jetzt? Das ist ja richtig kacke. Ich glaube, ich muss mal wieder... Oh, den Hänger in Position bringen. Kevin, komm, das schaffen wir. Komm, Gas, Gas, Gas. Ich will da... Oh, ja, ja. Ja, so. Das ist so ein geiles Teil. Los, komm, komm, komm. Hallo? Zurückfahren. Der gräbt sich schon wieder da rein, ey. Das ist wieder toll konstruiert, ey. Wer hat sich sowas ausgedacht? So ein Kack hier. Hätte ich lieber nicht den Hänger abgemacht. Ich hab's schon geahnt, dass es irgendwie keine gute Idee ist. So, zurückrollen, zurückrollen. Oh Mann, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber, okay, der Abstand ist... Verringern Sie den Abstand. Windungsanpunkte. Warte mal, Flick, könnten vielleicht sogar... Hallo? Ah, die Handbremse. Wir könnten sogar vorne ansetzen. Vielleicht geht das ja schon eher. Mal gucken. Ausprobieren. Entschuldigung. So, jetzt komm, Schätzchen. Und stopp. Ah, oh, so eine Frickelsarbeit. Oder, nee, wir setzen noch ein Stück zurück. Okidoki, so.
Nee, dafür ist das gar nicht gemacht. Ha. Witz, komm raus. Oh, Mann. Ah, dieser geile Trecker, ne? Ich glaube, wir fahren wieder nach Hause. Ich habe keine Lust, da hier die ganze Zeit rumzufummeln. Ich fahre einfach nach Hause. Den geilen Berg hier rauf. Komm. Nicht aufgeben. Das schaffst du doch locker hier. Los, Schätzchen. Komm. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja sogar einen neuen Hänger. Das wäre ja super. Aber guck mal. Oh, ich habe hinten die Lampen voll im Arsch gefahren. Alter. Okay, ich fahre in die richtige Richtung. Weiter schön, Schätzchen. Mein Gott, ey. Das Teil hier muss leiden unter mir. Und so, schön hier rum. Und wir sind gleich wieder zu Hause. Da ist die Werkstatt mit den anderen Fahrzeugen. Mit unseren anderen Schätzchen. Schätzchens, aber der Trecker ist doch echt... Also der Trecker hat zwar richtig viel Power, ist aber trotzdem irgendwie schwierig, den hier zu handeln. Weil das mit dem Hänger ist ja... Also der Hänger ist ja wieder ein... Oh nein. Der Hänger. Mein bester Freund. Das war ja nämlich... Vielleicht funktioniert das ja jetzt. Wir werden mal gucken, ob das geht. Jetzt machen wir hier auf. Genau. Lungentrailer. So, bitte anbauen. Und zwar hier. Der will mich hier auf den Arm nehmen, ne? Weißt du was? Wir setzen uns weg damit. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf den ganzen Kack. Wir setzen uns am besten ein Gewicht hier vorne hin. Wir nehmen das Gewicht erstmal und setzen uns einen Tankwagen dran. So. Aha. Puh, Alter! Wuju! Power! Alter, was war das denn jetzt? Wir hängen. Scheiße. Nein, mach mir nicht die Karre kaputt. Motor abgewürgt. Oh mein Gott, ey. Kacke, ich glaube, wir wechseln mal das Fahrzeug. Das muss ich mir angucken. Unsere ganze Karre, ey. Einfach mal... Wlup. Wegen dem Hänger jetzt wahrscheinlich, ne? Alter, guck mal, was der mit unserem... Was habe ich gemacht? Guck mal, der hat sich da reingegraben. Ein Schadenspunkt nach dem anderen. Meine Fresse, ey. Wie geht denn sowas? Der Trecker macht nur Probleme, ne? Oh, Scheiße. Ich hab den Trecker kaputt gemacht. Okay. Oh Mann. Ich wollte eigentlich mit dem Trecker fahren. Guckt sich das eine an. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Der ganze Trecker ist im Arsch. Warte mal, ich probiere nochmal. Ja. Wir wechseln mal eben. Ja, super. Das bringt mir jetzt hier gar nichts. Ich krieg das Fahrzeug nicht mehr umgedreht, ne? Tja, dann machen wir doch mal hier eine bedingte Pause. Meine Fresse, ey. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Das war ja voll die Katastrophe hier. Meine Güte. Tja, der hat keinen Bock mehr hier. Und wir haben nichts mehr drin in unserem Tank. Unser Trecker ist im Arsch. Ich weiß nicht, wie wir weitermachen sollen. Doch, wir kriegen schon eine Möglichkeit. Vielleicht fange ich ja sogar mit dem anderen Fahrzeug an, weil der Trecker mich schon so geärgert hat. Bist du doof, Trecker. Das liegt wahrscheinlich wieder nur an Kevin. Ich weiß es auch nicht. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat dir trotzdem gefallen, auch wenn es ziemlich kacke war irgendwie. Und sage dann auf Wiedersehen.